Hallo Fans und Freunde der Vienna, hier einmal wieder auf der Hohen Warte. Es ist nicht ein herrlicher Genuss, endlich mal wieder auf der Warte zu sein, und es wird hier fleißig trainiert. Aber deswegen bin ich heute nicht da. Heute ist ein ganz besonderer Besuch hier auf der Hohen Warte, und zwar Geoffrey Hoguet kommt auf die Hohe Warte. Er ist ein direkter Nachfahre der Rothschilds. Nathaniel Rothschild war ja einer der Gründungsväter unseres First Vienna Football Club im Jahre 1894, und der kommt heute hier auf die Hohe Warte und ja, schaut sich einmal das ganze Stadion an, wird natürlich den Nachwuchs treffen und er kriegt natürlich eine Urkunde überreicht. Also es wird viel gemacht im Medienbereich, Gott sei Dank, und ich bin heute für euch dabei. Also kommt mit, schaut euch das an. Everyone I've met, you can feel the passion. The aura of just coming onto the field was spectacular. And I honestly, I've not been to many football games in my life. We have the stupid game in America, which is different. And, but this, I could feel, it energized me. And I can tell that you were all energized. And to do the innovative work that you're doing and thinking and breaking ground into new areas is really, it's heartwarming. And I can only imagine that the community is going to benefit enormously from your work. So they're very lucky to have you here, and I'm very lucky to be invited here and to be with you, for which I thank you. Ja, liebe Vienna-Fans, Geoffrey, ein Vertreter der Rothschilds hier auf der Hohen Warte. Alex, wie wichtig ist so ein Event? Wie wichtig ist, dass ein Rothschild hier auf der Hohen Warte war? Wie wichtig ist es, in den Medien zu sein? Ja, das ist natürlich sehr wichtig für uns, weil wir haben diese Verbindung. Ja. Nathaniel Meyer von Rothschild hat einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, dadurch, dass es den Verein überhaupt gibt. Und wir wissen ja alle, dass unsere Farben vom Haus Rothschild sind, blau-gelb. Und es ist natürlich immens wichtig, hier wieder die Verbindung aufzubauen und die auch dann zu pflegen. Und was habt ihr geplaudert? Ja, es war sehr spannend, weil er uns erzählt hat, dass er auch sehr sportlich war und dass er Lacrosse gespielt hat und andere Sportarten, und dass er auch natürlich irrsinnig interessiert ist an Sport und die Bedeutung für Sport, natürlich für Gesundheit, diese Dinge natürlich sehr wichtig nimmt und sehr interessiert ist. Meine Lieben, schaut weiter die Videos, ich halte euch am Laufenden, und bis zum nächsten Video. Come on Vienna!